Eine ungewöhnliche Erscheinung sorgte in den vergangenen Wochen bei den Tiroler Bergbauern für Aufsehen. Mama, schau mal! Was ist denn das? Wow! Ja. Jetzt dreht er um! Ja, gibt's denn sowas auch noch? Nein, das gibt's auch nicht. Boah, schau hier! Ja, der muss ja nicht einmal schalten. Nein, so steil wie es da ist. Eine neue Landmaschine. Eine Mischung aus Traktor und Spezialfahrzeug. Ihr Name, kurz und bündig, Lintrak. Noch vor der offiziellen Präsentation hat uns der Hersteller, die Firma Lindner aus Tirol, Zutritt in die heiligen Hallen gewährt, um uns einen ersten Eindruck von diesem neuen Fahrzeug zu verschaffen. Im Großen und Ganzen sieht der Lintrak wie ein gewöhnlicher Traktor aus. Die Formgebung erinnert stark an die Geotrak-Modelle. Warum hat sich Lindner dazu entschieden, neben Geotrak und Unitrak eine weitere Baureihe auf den Markt zu bringen? Wir wollten ein neues Fahrzeug entwickeln, das sowohl ein stufenloses Getriebe hat, sehr effizient, sparsam ist und das im Wesentlichen die Eigenschaften von drei Fahrzeugen vereinen soll. Einmal von einem Standardtraktor, zum zweiten von einem Mähtrak und zum dritten natürlich auch die Wendigkeit von einem Hoftrak. Für diese Anforderungen hat Lindner das Fahrzeug mit einigen innovativen Features ausgestattet. Schauen wir uns die Technik im Detail an. Unter der einteiligen Motorhaube dieselt ein Vierzylinder-Triebwerk von Perkins. Aus 3,4 Litern Hubraum wird eine Nennleistung von 102 PS mobilisiert. Mit einem selbstregenerierenden Partikelfilter erreicht das Fahrzeug die Abgasstufe 3B. Im Lintrak verbaut der Hersteller zum ersten Mal in seiner Firmengeschichte ein stufenloses Getriebe. Die Technik wurde zusammen mit ZF speziell für diese Leistungsklasse entwickelt. Eine echte Herausforderung, wie uns Geschäftsführer Stefan Lindner verraten hat. Große Herausforderung für den Entwicklungspartner war es, ein stufenloses Konzept zu entwickeln, das einfach ist, in ein solch kompaktes Fahrzeug unterzubringen ist und auch den wirtschaftlichen Aspekten der heutigen Zeit entspricht. Durch die größtenteils mechanische Kraftübertragung mit geringem hydrostatischen Anteil soll der Fahrantrieb besonders effizient arbeiten. Fahrgeschwindigkeiten von 43 km/h vorwärts und 20 km/h rückwärts sind möglich. Die 43 km/h erreicht der Lintrak schon bei 1800 Motorumdrehungen. Die Bedienung ist kinderleicht. Mit dem Power Shuttle Hebel links an der Lenksäule wählt man die Fahrtrichtung. Mit dem Gaspedal fährt man los. Die Wendeschaltung lässt sich auch mit zwei Knöpfen am Kreuzsteuerhebel bedienen. Serienmäßig bietet das Getriebe vier Zapfwellendrehzahlen. Optional ist sogar eine stationäre Wegzapfwelle erhältlich. Auch die Kabine wurde komplett neu entwickelt. Die mechanische Federung sorgt für hohen Fahrkomfort. Dank großer Glasflächen ist die Übersicht zu allen Seiten gut. Im Einstiegsbereich gibt es einen bequemen Beifahrersitz. Die Frontscheibe lässt sich ausstellen. Die Heckscheibe öffnet besonders weit, sodass der Fahrer freie Sicht nach hinten hat. In der rechten Armlehne findet sich das neue L-Drive-Bedienzentrum. Was genau verbirgt sich dahinter? Bei Lindner-Fahrzeugen hat die Bedienung des Fahrzeugs einen sehr hohen Stellenwert. Und wir gehen nach dem Motto, einsteigen und fahren, das ist uns sehr wichtig. Und mit dem L-Drive haben wir ein Bedienmodul im Fahrzeug entwickelt, an dem man alle wichtigen Bedienfunktionen einfach erfüllen kann. Durch Klicken mit dem Drehknopf wechselt man den Fahrmodus. Durch Drehen lässt sich die Geschwindigkeit regeln, auch während der Fahrt. Mit weiteren Knöpfen bedient man Kriechbetrieb, Tempomat, Fußgasmodus, Allrad und Differentialsperre. Auch die übrigen Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet. Von den großen Geotrak-Modellen wurde der IBC-Monitor übernommen. Die Funktionen lassen sich beim Lintrak auch an der Armlehne bedienen. Der Heckkraftheber stemmt maximal 3,5 Tonnen. Bis zu 5 doppelt wirkende elektronische Steuergeräte sind lieferbar. Auf Wunsch gibt es eine Frontzapfwelle und einen Frontkraftheber, der wahlweise Rumpf oder Achs geführt ist. Ein weiteres technisches Highlight ist die Lenkung.
Im Gegensatz zu seinen Geotrack-Geschwistern lenkt beim Lintrack die Hinterachse um bis zu 20 Grad mit. Dadurch konnte der Wendekreis im Vergleich zu einem Standardtraktor um mehr als 2 Meter verkleinert werden. Der Fahrer kann zwischen 3 verschiedenen Lenkarten wählen: Allradlenkung, Vorderradlenkung und Hundegang. Für dieses Feature wurde das Fahrzeug auf der Agritechnica 2013 mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Der Lintrack hat einen niedrigen Schwerpunkt und ist extrem wendig. Er vereint die Vorzüge eines Standardtraktors mit jenen eines Zweiachsmähers. Rüstet man das Fahrzeug mit einem Frontlader aus, kann man unter Umständen sogar einen Hoflader ersetzen. Diese Überlegungen dürften den Traktor auch aus wirtschaftlicher Sicht für viele Bergbauern interessant machen. Lindner verspricht sich aber auch einen guten Absatz im Obstbau und im Kommunalbereich. Wir freuen uns schon jetzt auf einen ersten Praxistest. Einen ausführlichen Fahrbericht mit weiteren technischen Informationen finden Sie in der Landwirt-Ausgabe 22/2013.